Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zum Gauntlet. Ja, bevor wir jetzt wieder ins Spiel reinstarten, will ich euch mal kurz hier die Meisterschaften zeigen. Also die kann man vom Hauptmenü aus aufrufen. Hier sehen wir natürlich unsere drei Helden. Und wir interessieren uns mal nur kurz für die Walküre. Und zwar gibt es die Meisterschaften in insgesamt 5 verschiedenen Kategorien, nee, 6 sogar. Und zwar einmal Tyra, das ist also die Walküre selber, das sind ihre besonderen Fähigkeiten. Also zum Beispiel hier, blocke 10 Geschosse mit dem Schild ab, ist eine Meisterschaft, und nachdem wir die freigeschalten haben, können wir ja nun Geschosse zurückwerfen. Das ging vorher also noch nicht. Dann haben wir hier Schildwurf, also 2000 Monster mit dem Schildwurf töten. Damit sich die Abklingzeit vom Schildwurf reduziert, was auch sehr nice ist. Und natürlich Schaden einstecken. Wenn wir 4000 Gesamtschaden eingesteckt haben, dann schaltet sich dieser Valhalla-Bonus frei, dass wir bei 30% Leben nur noch 50% Schaden nehmen. Was ich auch sehr cool finde. Dann natürlich Essen und Beute. Also solche Sachen wie Objekte zerstören, Essen zerstören, Essen vertilgen, Gold sammeln, noch mehr Objekte zerstören. Dann die verschiedenen Gebiete. Also da werde ich jetzt nicht mehr drauf eingehen, außer vielleicht beim ersten Gebiet, weil ich nicht viel spoilern möchte und mich auch selber nicht spoilern möchte. Also hier zum Beispiel den Mumienbezwinger und den Skelettbezwinger, das kennen wir ja. Wenn wir genügend von diesen Gegnern getötet haben, dann machen wir mehr Schaden gegen sie. Lichtbezwinger gibt es auch. Natürlich müssen wir da nicht so viele töten, wie wir jetzt hier Mumien und Zombies töten müssen. Aber ist auch ganz nett. Dann die Meisterschaft, dass wir den Boss getötet haben, genau. Grundverlust bei Tod in den Krypten um 5% reduziert. Und natürlich das härteste, Cryptocrack heißt das Ding. Wenn wir das abschließen, dann steigert sich die Bewegungsgeschwindigkeit in den Krypten um 6%. Dafür müssen wir aber auf normal 1 der ersten 3 Kryptenlevel abschließen, ohne zu sterben. Und wahrscheinlich dann auf schwierig und dann auf irrsinnig. Damit wir das hier freischalten. Also das ist wahrscheinlich eher was für meine Privatsessions, weil ich mich dann mehr konzentrieren muss, um nicht zu sterben. Genau dasselbe haben wir natürlich auch für den Elf. Ja, und natürlich Todesarten. 10.000 Monster töten macht allgemein mehr Schaden, was schon mal sehr gut ist. Dann hier Erstarrungsdauer, wenn wir in erstarrtem Zustand sterben, also wie es die Lichs gemacht haben. Dann wenn wir 50 Mal sterben insgesamt, dann kriegen wir auch noch was. Also insgesamt sterben. Dann wie oft man in einer Sitzung sterben muss, also bis zu 8 Mal. Dann kriegt man dieses Achievement hier. Das werde ich wahrscheinlich auf irrsinnig mal freischalten können. Durch Flächenschaden sterben, durch Stacheln sterben, durch eine Bombe sterben und durch, ja, 15% weniger Schaden, das sind beides dieselben. Stirbt durch den Schaden einer Klingenfalle, also es gibt doch wahrscheinlich eine neue Art von Falle. Gut, das war so viel zum Überblick. Starten wir mal wieder ins normale Spiel. Mit der Walküre. Und schaut uns mal das wieder auf den Zielpfeil wechseln und schaut uns mal das erste Level von dem zweiten Akt an. Und ja, ich sag jetzt Akt. So, es ist schon mal lila. Also gehen wir mit erhobenem Schilde hinein. Ja, es sieht schon mal ganz anders aus. Riesige Knochen überall, Fledermäuse. Diese Höhlen sind mit den Knochen verflossener Narren geschmückt. Wirst du dich bald zu ihnen gesellen? Feuchte Höhlen? Na, wenigstens sind sie nicht so trocken und tot wie die Krypten.
Hoffentlich gibt es hier unten was Lebendiges, gegen das man kämpfen kann. Da sehe ich schon mal einen Schatten. Diese verfluchten Horden werden dich deines Fleisches und deiner Knochen versuchen. Gwanz. Okay. So, weg mit dem Schaman. Okay, das scheint die neue Sorte von Gegner zu sein. Der beschwört Knochenmauern. Erinnert mich jetzt ein bisschen zu sehr an Diablo. Okay, was sind Quants? Sind Quants irgendwelche... sehen ein bisschen aus wie Kuhle oder sowas. Das sieht wertvoll aus. Ja, das ist auch wertvoll. Das ist nämlich die Krone. So. Sieht irgendwie aus wie so Ghule und so oder sowas. Auf jeden Fall sterben sie genauso gut. Und sie haben einen Beschwörungskristall wie jeder andere auch. Wow. Soll mir das Angst machen? So, weg mit dir und weg mit dem Beschwörungsstein. Oh ja, oder einfach mal durch den zweiten Schaman durchdaschen. So, weg. Da ist ein Schlüssel. Okay, man merkt schon, es wird ein bisschen... wie soll ich sagen? Ah, interagieren. Okay, das kann ich drücken. Das muss ich aber wahrscheinlich hier hin drücken. Dass das richtig funktioniert. Oder ich drück's einfach mal hier hin. Hier gibt es schon mal Sprengsachen. Und ja, ich könnte jetzt einfach ein Leben opfern und mich einfach sprengen. So. Da das respawnt, jage ich einfach mal alles in die Luft. So. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn ich das in diese Richtung schiebe auf die Plattform. Ist schon mal nett, dass sie so kleine Rätsel hier einbauen. So, was bringt das? Ah, ein Mana-Trank. Sehr schön. Und du? Du bringst Gold. So. Weg mit den Schamanen. Au. Okay, das macht nicht wenig Schaden. Und überall Drachenskelette. Also ich muss sagen, die Atmosphäre von den Levels ist sehr schön gemacht. Gut, gucken wir noch in den letzten Raum, in dem wir nicht waren. Das wäre der hier. Okay, das wäre der hier nicht. Wow, da habe ich jetzt gerade das ganze Essen gekillt. So. Weg mit euch. Wow, zwei Mana-Tränke. Sehr schön. Jetzt habe ich schon mal genug Mana-Tränke, um im nächsten Kampf meine Doppelgänger wieder mal einzusetzen. Und ja, ich werde wahrscheinlich den Frostring irgendwann mal gegen ein anderes Artefakt tauschen. Den kann ich nämlich nicht ganz so gut gebrauchen. So. Nett, wenn ihr euch in einer Reihe aufstellt. Das stärkt mich wieder für den Kampf. Ja, das ist schön, dass wir für den Kampf gestärkt sind. Da scheint es weit runter zu gehen. Okay, das haben wir jetzt aufgesammelt. Egal. So, wieder so ein Felsen zum Verschieben. Was bringt uns der? Wieder Gold. Und ein neuer Spawner. Einer? Okay. Valkyren herbeirufen. Also Doppelgängerin. So. Das hat schon mal etwas gebracht. Au. Ich glaube, das behalte ich. Da war ich jetzt etwas unvorsichtig. Was passiert, wenn ich die blocke? Okay, die schleudere ich nur zurück. Wie ihre Mumienkumpels. Wow. Au. So, jetzt muss ich aufpassen. Ich habe nicht mehr viel Leben. So. Ja, nur nicht unvorsichtig werden. Das ist die Hauptregel bei dem Spiel. Ork-Molch. Okay, Orks. Eure Fähigkeiten und Disziplin im Kampf sind beispiellos, Walküre. Gut, Essen. Okay, also sind Grunts Orks wahrscheinlich. Hallo.
Und die halten auch ein bisschen mehr aus, die golden gepanzerten. Oh, ich habe gerade einen in der Mitte durchgeteilt. So, Essen zerstören. Die Tür öffne ich sicher nicht. Weil die führt einfach bloß hier oben lang. Die sehen anders aus als alle Orks, gegen die ich je gekämpft habe. Wow, ja. Sehen, wie sie sich im Gefecht anstellen. Ja, das scheinen viele ungemütliche Orks zu sein. Gucken wir mal, wie viel wir wegbekommen von denen. So, oh, au. Das könnte nützlich sein. Ja, und es spawnen wieder neue. Diesmal sogar mit Schamane. Wow, das war nicht so toll. Was hat uns jetzt... Achso, die Knochenmauer. Die Knochenmauer hat uns erwischt. Mit Können und Disziplin schafft man alles. So. Den Spawner weg und jetzt noch den Dicken weg. So, weg mit dem Dicken. Ja. Hier wäre ein Weg. Zu einer Schatzkammer. Okay. Ich wünschte, ich hätte ein paar Feldrationen mitgebracht. Gut, die hast du hier gleich. So, was zu essen. Hallo. Gut, weg mit dir. Ja, da wäre hier der Hauptweg gewesen. Hätten wir auch einfach die Treppe nehmen können. Okay, ich habe den Schlüssel jetzt, glaube ich, verplempert. Beziehungsweise ich hoffe mal nicht, dass ich das getan habe. So talentierte Walküre hat das Essen vernichtet. Okay, zwei Spawner. Mit zwei Spawnern kann ich arbeiten. Wow. Aber nicht mit so vielen Gegnern. Da rufe ich doch mal lieber Hilfe. So. Weg mit dem einen Spawner. Bitte. So. So. Weg mit den beiden Jungs. Weg mit euch. Oh, da ist hier noch ein Schamanski. Hä? So, weg mit dem Schaman. Weg mit den Grunts. Nichts wird sich meiner Rache in den Weg stellen. Sind Grunts vielleicht Goblins? Wäre jetzt mal so meine Mutmaßung. So. So, das Ding verschieben wir. Kriegen einen neuen Trank. Haben das Essen gekillt. Auch nicht schlecht. So, weg mit den Schamanen. Wow, raus aus dieser Wand da. Das ist nicht gut. So, besser. Okay, hier ist es viel weitläufiger schon mal. Das Essen nehme ich gern mit. Also das hier ist schon mal viel weitläufiger als die Kasernen von den Untoten. Ah, noch eine Flasche. Vor allem verwinkelter und es sieht cool aus. Also ja, die Krypten sahen immer so modrig aus. Aber ich finde es lustig, dass es hier nichts gibt, was man wegsprengen könnte. Also jedenfalls sehe ich nicht wirklich was, auch wenn hier überall Bomben... Obwohl, da ist ein Riss. Oder bilde ich mir den nur ein? Na komm, explodier. Nö. Okay. Hier scheint es wirklich nichts zum Wegsprengen zu geben. Dann gehen wir einfach mal weiter. Ja, Dunkelheit. Ist das euer Ernst? Ja, im Dunkeln kämpfen. Wo ich nicht viel sehe. Okay, das ist gemein. Naja, wenigstens kommen nur solche schwachen Gegner. Bis jetzt jedenfalls. Essen.